Moin, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Kerzenhalter in Baumstammoptik ganz leicht selber machen kann. Der sieht dann so aus. Das sieht dann richtig aus wie Baumrinde. Von den Seiten so ähnlich wie Jahresringe. Ich zeige euch das jetzt mit Heißklebepistole. Man kann das natürlich auch mit einer Plastikfolie machen, dann sieht das so aus. Das sieht ja auch nicht schlecht aus, aber man hat eben keinen Einfluss auf das Muster. Und ehrlich gesagt, manchmal ist das auch ein ganz schönes Gefummel, die Plastikfolie da wieder rauszukriegen, weil die teilweise mit einbetoniert wird. Also mein Favorit ist diese Arbeitsweise und das zeige ich euch jetzt. Für die Teelichthalter in Holzoptik braucht ihr nicht viel. Ich habe hier Betonestrich, Teelichthalter oder so eine Kerzenhalter und eben eine Dose. Die habe ich mir schon halbiert, weil meine nicht ganz so groß werden soll. Und natürlich eine Heißklebepistole. Und als erstes mache ich den Deckel hier wieder dran. Und dann fange ich an, in der Dose mit der Heißklebepistole mir so Rillen zu ziehen. Und das sieht dann nachher dann aus, eben wie vom Baum die Rinde. Und das braucht dann nicht gerade sein, auch schön bisschen hubbelig. Ihr könnt da auch so ein Astloch mit reinmachen. Und dann macht ihr eure Dose damit erstmal so fertig. Und wie gesagt, da kommt die ganze Dose dann. Und dann mache ich dann, ich muss das jetzt halten, dass ihr das sehen könnt. Hier von innen noch einmal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich mache das erstmal einfach so und dann zeige ich euch das gleich. So hier von innen auch noch so Rillen. Das sieht dann nachher aus wie diese Jahresringe vom Baum. Und wie gesagt, erstmal die ganze Dose damit fertig machen und dann geht das weiter. So, jetzt habe ich meine Dose ganz fertig. Und jetzt mache ich einfach meine Betonmischung da rein. Ich habe jetzt ja nur Betonestrich genommen. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Mischung nehmen. Oder mit Blitzzement. Schön verteilt. Schön klopfen, damit die Bläschen rausgehen. So, und dann könnt ihr ja eure Halter reintun. Ich nehme jetzt ja nur diese Teelichthalter. Und setze sie da einfach so ein bisschen rein. Nochmal ein bisschen klopfen und trocknen. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn es friert, nicht draußen trocknen lassen, sondern eben im frostfreien Raum. Das ist der, der schon fertig ist. Seht, da habe ich so eine Karo-Dose genommen. Und dann einfach so auseinandernehmen. Einfach auspacken hier. Der muss jetzt noch weiter durchtrocknen, bevor ich den anmalen kann. So. Könnt ihr sehen, das sieht wirklich aus wie eine Baumrinde. So, der trocknet noch weiter und dann könnt ihr den anmalen, wie ihr wollt, mit Acrylfarbe. Ich mache dann nachher nur ein bisschen Weiß mit dran und oben mache ich dann Strukturpaste drauf, damit das aussieht wie Schnee. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln.